Und wenn ich mir das vorstelle, es hätte natürlich auch sein können, dass bei der Geburt von jedem Einzelnen von uns irgendetwas schief läuft. Oder bei der Entstehung von uns. Dass wir mit irgendeiner Krankheit aufwachsen. Irgendeine Beeinträchtigung. Und es ist tatsächlich so, dass jedes Jahr wieder viele tausende Menschen, was heißt hier viele tausende, viele zehntausende, hunderttausende Morde und Suizide passieren. Und da muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, was kann einen Menschen dazu bewegen, dass er eine so grausame Tat ausübt? Welchen Hass muss man auf sich selbst oder auf die ganze Welt haben? Wenn ich mir vorstelle, die Welt ist so schön. Ich habe gerade, also es ist eigentlich immer so, wenn ich hier, ich nehme ja eigentlich generell immer nur nachts auf eigentlich. Und dann habe ich das die Rolle eben so vor meinem Fenster offen. Das Fenster ist direkt hier am Schreibtisch. Und vor der Aufnahme sehe ich dann immer raus und da habe ich gerade vorhin wieder die Sterne gesehen und da habe ich mir gedacht, wie schön ist die Welt. Und da muss man sich tatsächlich denken, es gibt so viel Grausames in der Welt und wenn man sich das mal vorstellt, dann muss man sich selber auch mal denken, wenn man schon an das ganze Schlimme denkt, was in der Welt so passiert. Dann kann man auch mal an die schönen Momente denken. Und an das, dass man eigentlich Glück hat, dass man lebt. Und glücklich sein darf. Und glücklich sein kann, dass man überhaupt lebt. Dass man hier ist, dass man gesund ist, dass man eine Familie hat. Was zu essen, zu trinken. So wie in meinem Fall jetzt hier für euch spielen, kommentieren kann. Es ist alles nicht selbstverständlich. Und wenn man sich das eben wieder vorstellt, dass all diese Leute, Afrika, Syrien oder so, das ist eben nicht selbstverständlich, dass die was zu essen haben oder ein festes Dach über dem Kopf. Und dann ist es trotzdem so, dass die einfach verfolgt. Natürlich ist es so, dass auch, ich denke, dass das auch so wäre, wenn wir hier in Europa was dagegen hätten, wenn der IS hier auch zuschlagen könnte, was ich natürlich nicht hoffe, aber der IS ist einfach überall, das heißt auch Frankreich hier, so Je suis Charlie, ist natürlich auch schon ein altes Thema, aber der IS ist einfach überall. Aber worauf ich hinaus will, dass all diese Menschen, für die das eben nicht selbstverständlich ist, dass die was zu essen oder zu trinken haben, wenn man an die denkt und wenn man sich denkt, oh, mein Leben ist so scheiße, dann muss man sich ganz ehrlich fragen, ist es wirklich so? Es gibt natürlich, wenn ich jetzt rausschaue, ich sehe jetzt leider nichts, weil die Bildschirme so hell sind. Aber wenn ich das Licht hier jetzt wieder ausschalte, wenn ich ins Bett gehe und dann sehe ich den Sternenhimmel, vielleicht auch manchmal den Mond, dann denke ich mir tatsächlich, was ist das für eine schöne Welt, in der wir leben eigentlich? Neben dem ganzen Terror, Hass, Streit, der hier passiert. Wieso kann man nicht auch einfach mal die schönen Dinge im Leben sehen? Und sich einfach mal denken, ich freue mich, dass ich hier leben darf. Gesund, hoffentlich munter, glücklich, mit einer Familie, Freunde. Es geht uns gut. Und ich muss mir tatsächlich die Frage stellen, wenn ich wirklich so glücklich mit meinem Leben bin, was, oder wenn man sich die Welt so ansieht, in all ihrer Einzelheiten, wie auch immer,
und ihre ganzen Schönheiten. Oft genügt es einfach nur, für mich zumindest, wenn ich hier eben in den Sternenhimmel sehe und dann sehe ich da die unendlichen Weiten des Universums. Dann denke ich mir, wie schön ist es hier leben zu dürfen. Auf einer Welt, auf der trotz allem, was so passiert, die Menschen leben können und eigentlich in Harmonie leben sollten. Weil wir uns alle eine Welt teilen. Und was gibt es da Schöneres, als sich das zu denken? Und was kann einen dazu verleiten, dass man das eben nicht mehr sieht und nicht mehr sehen will und auch sich an dem nicht mehr freuen kann? Welcher seelische Schmerz muss das sein? Und das will ich mir nicht vorstellen. Weil ich natürlich selber weiß, dass jeglicher seelischer Schmerz schlimmer ist als jeder körperliche Schmerz. Die Seele und die Psyche, das ist einfach, das bewegt auch Menschen dazu, sich selber Schaden zufügen zu wollen, um sich von dem seelischen Schmerz ablenken zu wollen. Oder sich selbst nicht mehr in dieser Welt sehen zu wollen, indem man dann Suizid begeht, weil man dem Druck nicht mehr standhält. Weil man nicht mehr zufrieden ist mit all dem auf der schönen Welt. So. Und weil ich jetzt so schön geredet habe, war auch die Framerate für kurze Zeit mal wieder halbwegs normal. So, ich begebe mich in Richtung Sonnenuntergang oder besser gesagt in Richtung Sonnenuntergang und werfe jetzt nochmal einen Blick zurück. Ja. Hier haben wir eine schöne Fläche und ich würde sagen, wir fangen dann tatsächlich gleich an mit dem Projekt, denn wir werden sowieso viel Zeit dafür brauchen und das wird auf jeden Fall ein Grundstein, ein wichtiger Grundstein in ein wichtiges Kapitel dieses Minecraft Let's Plays und dieses Minecraft Zentrums haben. Oh, Moment. Na gut, jetzt war es tatsächlich mal wieder recht emotional, wenn ich das so sagen darf. Oh, aber ich brauche jetzt zum Stopfen brauche ich ein bisschen Erde. Hole ich mir zur Sicherheit ein bisschen. So. Tintenfisch. Das Lied hieß gerade die Hymne zu den Sternen. Es passt eigentlich zu meiner Rede, mehr oder weniger. Naja gut, hier wieder die Sonne. Wahnsinn, es genügt mir eigentlich auch dieses Spiel Minecraft, wenn ich mir hier so die Klötzchen ansehe und den Sonnenaufgang, das reicht mir schon aus. Um zu sagen, wie geil ist es einfach hier zu sein. Auch wenn ich jetzt nicht hier sein kann in der Minecraft-Welt. Ich kann hier vor dem Bildschirm sitzen und in die virtuelle Welt starren. Und diese virtuelle Welt aufbauen. Mit viel Frame-Einbrüchen leider. Aus welchem Grund auch immer. Im Untergrund haben wir immer wieder Chunk-Fehler. Es ist einfach alles schief hier. Entweder es liegt wirklich an der Version. Oder ich weiß es einfach nicht. Oder ich bin einfach zu dumm. Oder der Rechner ist schon ein bisschen überlastet. So. Moment. Bin gleich fertig. Dann können wir wieder diskutieren und reden und was weiß ich. Hm.
Ich überlege, ob ich nicht den See vielleicht jetzt... Nee, aber jetzt sieht das scheiße aus. Tut mir leid. Ist natürlich super sinnvoll, während des Schwimmens abzubauen. Das empfiehlt sich nicht. Alter Schwede, es geht mich einfach so tierisch auf den Geist. Und ich bin das eigentlich tatsächlich gar nicht mehr gewöhnt, seit ich auf der Chassis spiele, dass hier Frame-Einbrüche während des Minecraft-Let's Plays, während des Minecraft-Spiels sind. Und das ist einfach schlimm. So. Und das ist einer der Gründe, was ich zum Beispiel vorher genannt habe. Aber natürlich niemals so schlimm. Hier. Fügt mir auch während dem Let's Play ein bisschen seelischen Schmerz zu, wenn ich sehen muss, wie die Aufnahme nicht so perfekt wird, wie ich sie eigentlich gerne haben wollte. Ich bin einfach Perfektionist. Ich glaube aber, dass das wirklich an der Version liegt. Wobei in der Kopie, die habe ich ja auch schon in dieser Welt gespielt. Da hat ja eigentlich alles ganz normal funktioniert. Naja, ich bin gespannt, was dabei herauskommt zum Schluss. Noch ist ja nicht alle Tage Abend. Beziehungsweise alle Aufnahmen Ende. Vielleicht wendet sich das Blatt ja nochmal. Eins weiß ich auf jeden Fall, die nächste Aufnahme können wir nicht mehr so spielen. Das geht einfach nicht. Das halte ich, glaube ich, mit der Psyche nicht mehr durch. Hier 15 Frames, ganz ehrlich. Das war, glaube ich, Turtle Odyssey auf dem alten Rechner. Ist schlimm. Boah, und wenn einem dann noch das Schwein über den Weg läuft und mitten ins Gesicht starrt und im Weg steht, es ist einfach schlimm. Andererseits sieht es wieder süß aus, das Schwein. Hier fehlt noch eins. Tatsächlich. Jo. So, ich glaube, das da hinten lasse ich jetzt einfach mal fürs Erste. Das lasse ich mal gut sein. So. Zack. Hier füllen wir noch aus. Und dann haben wir einen mächtigen Terraforming-Teil geschafft. Und hier betrieben. Wahnsinn. Ich wage mich jetzt mal auf diesen Hügel. Da war ich, glaube ich, noch nie. Vielleicht sogar auf einem Baum. Da hat man bessere Aussicht. So. Ja, toll. Sehr schön. Finde ich sehr, sehr toll. So, jetzt ist natürlich die nächste Frage. Haben wir genügend Ressourcen? Die müssen natürlich zunächst mal herangeschafft werden. Ich laufe jetzt mal zum Turm, denn da haben wir eine Crafting Box, die ist am nächsten. Komisch, hier war doch eine Rose, oder nicht? Da ist jetzt keine Rose mehr. Haben wir irgendwo eine Rose? Nee, keine Rose mehr. Schade. Oh, da ist nur Schmonzes drin. Ich wollte gerade mal schauen. Hier, zack. War das gerade ein Enderman?